Moin, liebe Freunde von Konoha und willkommen zurück zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Aha. Okay, danke. Keinen Gesichtsbanditen jagen. Jetzt! Was war die Frage? What now, my lord? What? Sprich mal den falschen Naruto da an. Spielcharakter von Naruto zu Jiraiya gewechselt. Okay. Wir spielen jetzt als Jiraiya gegen Naruto. Okay. Oh. Ui! Hat sie ein bisschen weggefetzt, glaube ich. Auch nur ein bisschen. Oh. Falsch herum. Der perverse Berg-Eremit verprügelt kleine Jungs. Was sagt man dazu? Na, so klein ist Naruto ja nun wirklich nicht. Ach so, er wendet auch das Rasengan an. Ah, okay. Sagen Sie mal, was ist hier los? Das war jetzt aber... Alter! Ich werde aber Schlitten mit mir, du. Jetzt fahre ich mit den Schlitten. Ja. Das lief doch gut, würde ich mal sagen. Sehr gut. 8000 gibt's dafür. Kein Gesichtsbande. Naruto. Und zwar der Shippuden Naruto. Ja, Naruto, das ist Jiraiya. Was erwartest du? Du kennst ihn doch. Den Perversen. Aber du magst ihn. Gib's zu. Du magst ihn sehr. Sonst würdest du nicht so reagieren, wie du reagiert hast im Anime. Oh. Das sieht nach einem weiteren Kein-Gesichtsbanditen aus. Diesmal der dritte Hokage. Hiruzen Sarutobi. Das ist Sandaime Hokage. Sandaime? Ja, Sandaime. Shodai war der erste. Nindaime war der zweite. Sandaime war der dritte. Yondaime war der vierte. Und weiter weiß ich nicht mehr. Was
Kennen wir schon. Spielcharakter von Naruto zu Jiraiya gewechselt. Schüler gegen Meister. Denn Jiraiya wurde zusammen mit Orochimaru und Tsunade von Hiruzen ausgebildet. Oh, dürfte kein leichter Gegner sein. Ja, ich weiß, er steht dritter Hokage, aber er heißt Hiruzen Sarutobi. Ist übrigens der Vater von Azuma. Und der Opa von Konohamaru. Allerdings ist Konohamaru nicht der Sohn von Azuma. Das muss man noch dazu sagen. Ich glaube, das hatten... Also nicht in den Kommentaren, aber ich glaube, das hatten mal welche vermutet, dass Konohamaru und Azuma Vater und Sohn sind. Aber nein, Azuma ist einfach nur der Onkel von ihm. Oh. Ach, scheiße. Du mit deinem langen Stock da. Der im Anime übrigens im Kampf gegen einen gewissen Herrn original das Verkaufsgeräusch von Command & Conquer einfach mal. Das ist kein Witz. Das Ding hat einfach mal beim Ausdehnen das original Verkaufsgeräusch von Command & Conquer, ey. Ich habe so gelacht, als ich das erste Mal gehört habe. Ich habe echt gedacht, das kann nicht angehen. Einfach mal das Original-Verkaufsgeräusch drin. Alter, der fährt Schlitten mit mir gerade. So. Ja, oh. Und... Übrigens, Jiraiya war ironischerweise von den dreien der Naruto bei seinem Team war. Also schon irgendwie Ironie. Der macht mich fertig hier, ey. Alter! Der fährt echt Schlitten mit mir. Oh, Gott sei Dank, ey. Alter! Der ist ja echt schon mit mir Schlitten gefahren hier, hallo? Ja, das glaube ich, dass ich dafür fast 1000 kriege. Das war auch ein harter Brocken, ehrlich. 15.000! Alter! Ja, ist ein Hokage. Was erwartet man? Puh, wir werden dann erst und der zweite Hokage. Den kommen ja auch noch vor. Heidewitzka, daran will ich gar nicht denken. Ja, das kennen wir schon. Naruto. Ja, dann haben wir die nächsten beiden. Aber beziehungsweise den nächsten Gesicht. Nicht keins Gesicht Banditen. Du bist das Original, ne? Ja. Gerne, einmal den Fortschritt überprüfen. S-Rang-Mission gibt's ja diesmal nicht. Die gab's ja, glaube ich, in Teil 3 noch. Die gibt's diesmal leider nicht. Sparings. Ich habe keine Ahnung, was er da von mir will. Ach so, ja. Ja, okay. Muss ich mal gucken, was er da von mir will. 11 von 20 habe ich leider nicht. Oh. Oh, 40 Banditen erledigt. Sehr schön. 10.000 Rio. Cool. Ah. Banditen niederwerfen. 60, okay. Oh, hier habe ich sonst alles erledigt. Jo, 200 Gegner. 50.000! Also man merkt, die Missionen entwickeln sich auch weiter. Also es ist nicht so, dass die Missionen irgendwann aufhören. Nimm dir Zeit. 10 Stunden. Ja, die werden wir wahrscheinlich heute schaffen. Ah. 100.000! Jawoll!
Du kannst jetzt eine der geheimen Figuren betrachten. Tauglich. Ah, ja. Ah, okay. Ja, das mit den Sparring muss ich aber tatsächlich nochmal gucken, weil das, 40 von 100 Gegner besiegen. Hä? Weiß ich nicht. Ah! Ich glaube, ich ahne schon, worauf es hinausläuft. Ich glaube, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Das hatten wir doch, glaube ich, in Teil 3 schon mal, ne? Da hatte doch Guy irgendwie die Leitung darüber. Da mussten wir, glaube ich, gegen 40, 50 Gegnern irgendwie antreten und dann irgendwann waren wir durch. Stimmt. Da war ja was. Stimmt ja. Hm? Hallo, gute Frau. Ja, renn mal, mach dich ruhig unsichtbar. Ist gar kein Problem. Die schämt sich für mich, deswegen hat sie sich gleich direkt getarnt. So, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Ich mach mich weg. Das ist Tenten, die echte. Ich glaube, gegen Fake Tenten hatten wir sogar schon gekämpft, wenn ich mich richtig entsinne. Von der Medizin, da ist gar nichts. Ah, gehen wir mal zum dunkelgrünen Hügel, ne? Ach, guck mal an, hier laufen wahrscheinlich zwei Keingesichtsbanditen rum. Ah ja, Fake Shizune. Okay. Klingt sehr weiblich, Shizune. ich weiß nicht, was es nochmal mit den Sparrings auf sich hat, aber ich vermute, dass irgendwo auf der Karte wieder Guy oder so rumläuft und dann heißt es wieder, ja, mach mal Sparring-Kämpfe oder sowas. Irgendwie so in die Richtung wird es wieder hinauslaufen, pass auf. Aber ich finde es interessant, dass es hier dieses Mal keine S-Rang-Mission gibt. Vorher gab es immer diese geheimen Missionen, aber anscheinend gibt es sie diesmal nicht. Oh, voll auf dem Arsch, sag mal. Naruto! Die sieht dich als kleinen Bruder an. Kannst du doch nicht einfach hier auf dem Hintern hauen, sag mal. Hören Sie mal. Herr Naruto, das ist nicht sehr nett. Ui. Und das war's für Shizune. Das war ein vergleichsweise leichter Kampf. Dafür, dass sie eigentlich ein Shunin ist, soweit ich weiß. 8000. Naja, gut. Leicht verdientes Geld, würde ich mal sagen, in dem Fall. War ja wirklich ein leichter Gegner. Also im Gegensatz zum dritten Hokage, der hat mir ja echt den Hintern versohlt. Das überspringe ich jetzt mal. Ja, komm. Mhm. Naruto wiederholt sich eigentlich dauernd nur noch. Also er erzählt nichts Neues mehr so wirklich. Huh? Was ist denn jetzt los? Ah. Bandidos! Dann kommt er. Banditis, ja. Was ist das denn für ein Name? Banditis. So, zwei von denen sind schon mal weg. Schade, dass ich da nicht nochmal ein bisschen nachhelfen kann. Ja. Warum erinnert mich das jetzt an Age of Empires 1? Haben sie so ähnliche Geräusche von sich gegeben? Ja, klatsch, weg ist er. Da brauche ich wirklich kein Dings mehr machen. Der ist hinüber. Ja, spätestens jetzt. Jetzt wisst ihr übrigens auch, warum wir weiterhin Wundsalben kriegen. Genau deswegen. Weil die Gegner tauchen weiterhin auf. 1012! Oh, bitte. Warum nicht? Da. Aber da steht trotzdem jemand. Da greifen die mich einfach mal hier an. Frech, wie sie sind.
始めようと思っての。面白いこと？それっては何？何？Siehste? Wir werden es versuchen, aber nicht in dieser Aufnahmesession. Das werden wir in der nächsten Session mal probieren. Info, 100 Sparrings. Kämpfe im Meisterkampfstil gegen 100 Gegner. Zwischen den Kämpfen gibt es keine Pausen. Die Gegner kommen unaufhörlich, also streng dich an, um sie zu besiegen. Wie gesagt, machen wir in der nächsten Session. Machen wir in der nächsten Session, nicht heute. Ich glaube, ich habe nämlich schon 4 Parts auf der Uhr. Wartet mal kurz, ich kann ja kurz mal... Moment. Ja, ich habe jetzt... Also das ist jetzt der 4. Part, den wir aufnehmen. Deswegen, es würde jetzt nicht so viel Sinn machen. Dann mache ich das lieber in der nächsten Aufnahmesession. Weil das klingt nämlich so, dass das sich über mehrere Parts strecken könnte. Deswegen mache ich das dann lieber beim nächsten Mal. Da habe ich dann ein bisschen mehr Luft als jetzt. So. Wir sind jetzt sowieso erstmal nur auf der Suche nach den Keingesichtsbanditen und den letzten Kröten. Wo ich sowieso mal gespannt bin, wo die sich am Ende rumtreiben. Also das mit den Sparrings hat sich gerade erledigt. Da brauche ich gar nicht mehr gucken. Jiraiya ist also diesmal dafür zuständig. Okay. Schon mal gut zu wissen. Ja, ich weiß. Naruto hat jetzt einen kleinen Kratz abgekriegt. Oh, das ist nicht schlimm. Der Junge ist hart im Nehmen. Oh! Eine Fake Tenten. Ich wollte gerade sagen, dann treten wir also jetzt als Lee gegen Tenten an. Also gegen die Classic Tenten, sollte ich vielleicht dazu sagen. Das war nämlich Tenten die Genin, die damals ja eine Shunin-Auswahlprüfung gegen Temari verloren hat, und zwar glanzlos verloren hat. Die wurde ja so von der fertig gemacht, Halleluja. Ich weiß auch, wo ich die Szene damals das erste Mal gesehen habe. Ich habe gedacht, Alter, was? Ja gut, so kann man es natürlich auch machen, ne? Bitte? Alter! Uiuiuiuiui. Alter, der Junge geht ab, ne? Der geht ja echt ab wie ein Zäpfchen, ey, Alter. Oh, einfach mal sein verborgener Lotus. Oh. Alter, was war das denn gerade? Heidewitzka. Puh. 2000. Ehemalige Tenten. Ja, so kann man es auch formulieren. Ehemalige Tenten. Ah ja. Okay. Lass ich so stehen. Ehemalige Tenten. Läuft. Noch mehr? Gott. Der geht doch schon ab wie ein Zäpfchen. Wie sehr will er denn noch? Sag mal, wie oft rennt er hier rum? Ach! Okay. Ja, 2 bzw. 3 Jahre, ja? Passt. Trainingsplatz. Ja, dann gehen wir mal in den Trainingsplatz. Alter, sie treiben sich hier Fake-Leute rum. Ne, 4 Nebenquests, ich wollte gerade sagen. Wie viele Quests hier einfach mal sind, ne? Alter, Leute. Oh! Guck
Guck an, gibt's gleich den Revanche-Kampf. Man merkt, die beiden haben sich lieb. Shippuden Lee verprügelt die ehemalige Tenten und Tenten verprügelt jetzt den ehemaligen Lee. Sehr schön. Spielcharakter von Naruto zu Tenten gewechselt. Jo. Das ist doch mal fein. Kämpfen wir jetzt als Tenten gegen Classic Lee. Hat doch auch was. Danach ist übrigens auch Partende. Also den Kampf mache ich auf jeden Fall noch. Eieieiei. Ja, die Frau mit Messer muss aufpassen. Ne? Das ist mordsgefährlich. Vor allem nicht nur bei ihr. Ich habe mir mal ein paar interessante Videos mir angeguckt. Ne, zu dem Begriff Yandere. Oder Yandere. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Was ich da gesehen habe. Heidewitzka. Aufpassen. Ui. Super. Okay. Oh, Alter, die geht ab, ey. Wie ein Zäpfchen. Die sind irgendwie alle so. Ja. Super. Zu früh gefreut. Komm und schnapp ihn. Alter! Was? Eieieiei. 840.000, ja. 2000, ehemaliger Lee. Ja, ehemalig, ne? Der ist wirklich ehemalig. Hat der auf die Fresse gekriegt? Scheiße. Und da ist sie weg. Ja, Freunde, und wir sind auch weg. Das war's für heute mit diesem Part für von Naruto Ultimate Ninja. Beziehungsweise Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, morgen wieder. Selbe Uhrzeit. Und ich würde nun einfach sagen, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.